Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Online-Vortrag bei der Arbeitsgemeinschaft für sächsische Kirchengeschichte. Dieser wird unter dem Titel stehen: Die Eisenbahn als Missionar oder Ursache des Sittenverfalls zur evangelischen Eisenbahnrezeption im Königreich Sachsen. Und ich möchte mit Ihnen gerne direkt in medias res gehen mit einem Quellenzitat. Das große industrielle Fest, welches Herr Richard Hartmann und sein Personal am 9. und 10. April 1858 in den Mauern von Chemnitz, der Metropole sächsischen Gewerbfleißes, begingen, ist vorüber. Aber denkwürdig bleibt es in der Geschichte Sachsens, denkwürdig in den Annalen von Chemnitz, denkwürdig allen, die daran teilgenommen oder sonst in Beziehung zu ihm gestanden haben, als ein Triumph, wie ihn Sachsens Industrie in solcher Weise noch nicht gefeiert hat. Ein Mann von kühnem Unternehmungsgeist, von nie rastender Tätigkeit, von bewundernswerter Ausdauer, von sicherem Vertrauen auf Gott und eigene Kraft, hat es von sehr kleinem Anfange bis zum bedeutendsten Fabrikanten Sachsens gebracht. Die großen Erfolge unseres Richard Hartmann müssen in allen, die, wenn auch in kleinerem Maßstabe, rüstig vorwärts streben, das Gottvertrauen anregen und wach erhalten. Richard Hartmann hat manchmal mit der Brandung gefochten, das Steuerruder in der sicheren Hand, wo andere zaghaft ihr Fahrzeug an der Klippe hatten zerschellen lassen. Gott verlässt den Mutigen nimmer. Mit diesen Worten würdigt ein nicht näher genannter Verfasser eines kleinen Heftes bei die Festlichkeiten anlässlich der Auslieferung der 100. Lokomotive des Chemnitzer Maschinen- und Lokomotivfabrikanten Richard Hartmann und stellt den Chemnitzer Industriellen zugleich als ein nachahmenswertes Vorbild intensiv gelebter Frömmigkeit dar. Der ursprünglich aus dem elsässischen Baar stammende Hartmann hatte in seiner Heimat den Beruf des Zeugschmieds erlernt und war 1832 nach Chemnitz gekommen. In Chemnitz machte er schließlich 1837 mit einer eigenen Maschinenbauwerkstatt sich selbstständig. Links auf der Folie sehen Sie ein Porträt von Richard Hartmann und rechts den Zustand seiner Fabrik in Chemnitz um das Jahr 1855. Mit großzügiger finanzieller Unterstützung der sächsischen Staatsregierung baute er 1847 zudem eine Lokomotivfabrikation auf. Die Lokomotivenproduktion sollte zum umsatzstärksten Zweig der umfangreichen Hartmannschen Produktionspalette werden. Und seinen Ruf als bedeutendsten Chemnitzer Industriellen des 19. Jahrhunderts und sächsischen Lokomotivenkönig begründen, sowie zum heute noch wirksamen Mythos Hartmann beitragen. Dieser zeichnet Hartmann als Self-Made-Man, der sich auf der Grundlage einer Mischung aus handwerklichem Geschick, unternehmerischem Wagemut, guter Menschenkenntnis und ausgeprägtem Gottvertrauen vom elsässischen Handwerksgesellen zu einem der bedeutendsten Unternehmer Sachsens hochgearbeitet habe. Damit wurde er zugleich zum Stifter einer regionalen Identität, nämlich zur Inkarnation eines Chemnitzer oder allgemeinen sächsischen Gewerbfleißes, wie es in dem Heft heißt. Am 9. und 10. April 1858, 10 Jahre nach Fertigstellung der ersten Lokomotive, konnte Hartmann mit den geladenen Gästen die Auslieferung der 100. Lokomotive feiern. Der anonyme Autor des erwähnten Heftes beschreibt den Ablauf der Feierlichkeiten außerordentlich detailliert. Am Vormittag des 9. Aprils kamen um 10 Uhr alle Arbeiter der Hartmannschen Werke, nach Branchen getrennt, auf dem Fabrikhof zusammen, um die Feierlichkeiten vorzubereiten. Nach und nach trafen die geladenen hohen Gäste, die hohen Repräsentanten der Stadt Chemnitz und des Königreichs Sachsens ein und wurden von Hartmann in einer kurzen Ansprache begrüßt, bevor sie sich um 12 Uhr ebenfalls in den Fabrikinnenhof begaben, auf dem in der Zwischenzeit die Lokomotive vorgefahren worden war. Dort hielt Hartmann die im Wortlaut überlieferte Weiherede, die mit einem Vivatruf auf König Johann von Sachsen endete. Das Festheft weiter, Zitat: Die ganze Versammlung stimmte begeistert in den Ruf ein, auf welchen unmittelbar das Blasen der Melodie „Den König segne Gott“ etc. folgte. Unter diesen feierlichen Klängen ward die Lokomotive mit Kränzen, Girlanden und Blumen geschmückt und an ihr das Namensschild 100 befestigt, das mit bronzierten Arabesken umgeben ist und oben das sächsische Wappen zwischen zwei kleinen Fähnchen in den Landes- und Stadtfarben gehaltenen Genien trägt. Dieser Moment der Taufe der Lokomotive wurde von einem namentlich nicht bekannten Künstler in der folgenden Lithografie festgehalten. Im Zentrum der Abbildung sehen Sie die auf dem Fabrikhof stehende und mit Blumen bekränzte Lokomotive mit dem Namensschild 100.
Dies ist umringt mit den an der Zeremonie Beteiligten. Auf der linken Seite sehen Sie die Arbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen der Hartmannschen Werke. Die jubeln und zugleich stolz fahren in den Landesfarben Weiß und Grün Hüte, Trompeten oder andere Arbeitswerkzeuge wie eben Schmiedehämme oder Spitzhacken die Höhe halten. Zwei blumenbekrönte Ehrenjungfrauen stehen zwischen der Lokomotive und den Arbeitern. Im Vordergrund befinden sich festlich gekleidet und jeweils in Begleitung der Gattin zwei der geladenen Vertreter aus städtischer und königlich-sächsischer Verwaltung. Beim linken, hier sehen, könnte es sich den geschwungenen Haaren an den Schläfen nachzuurteilen, um Richard Freiherr von Friesen handeln. Dieser hatte sich ab 1853 als Kreisdirektor von Zwickau unter anderem für Gewerbefreiheit und die Anlage neuer sächsischer Eisenbahnstrecken eingesetzt. Die Rechte der beiden Personen ähnelt unter den namentlich genannten Gästen Hartmanns, auch wenn dies von hinten nur schwer zu entscheiden ist, am ehesten Albert Christian Weinlich. Er war Abteilungsleiter im sächsischen Innenministerium und 1849 kurzzeitig sächsischer Innenminister. Mehrfach trat er in der sächsischen Staatsregierung und in internationalen diplomatischen Kreisen als Fürsprecher Hartmanns auf und vermittelte ihm sowohl Aufträge als auch staatliche Darlehen. Recht unscheinbar am rechten Bildrand ist Richard Hartmann mit seinem markanten Schnurrbart zu sehen, neben seiner Gemahlin Bertha, geborene Oppelt. Über ihm steht an einer Kanzel und im Vergleich zu allen anderen Anwesen deutlich hervorgehoben ein junger lutherischer Pfarrer, der in segnendem Gestus seine rechte Hand über die Lokomotive hält. Wer ist dieser Pfarrer, der in der Bildkomposition eine merklich hervorstechende Position einnimmt? Da der Bildtitel keine Hinweise zu der dargestellten Person beinhaltet, erscheint es zunächst aussichtsreich im Umfeld von Richard Hartmann nach einem Pfarrer zu suchen, zu dem Hartmann näheren Kontakt hatte. Hier käme am ehesten Hermann Heinrich Eger in Frage, zu dem Hartmann freundschaftliche Beziehungen pflegte. Eger hatte ab 1826 die Diakonenstelle, ab 1840 die Archidiakonsstelle und ab 1844 die Stelle als Pfarrer an der Chemnitzer Kirche St. Jakobi inne. Zugleich war er 20 Jahre lang Meister vom Stuhl in der Chemnitzer Freimaurerloge zur Harmonie. Die Loge zählte Ende des 19. Jahrhunderts insgesamt 315 Brüder. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten der Stadt Chemnitz, Unternehmer, Kaufleute, Ärzte, Lehrer, Offiziere, Juristen, Bürgermeister und eben auch Pfarrer waren daran vertreten. Richard Hartmann wurde am 26. Januar 1847 als 283. Mitglied aufgenommen. Hartmann war eng mit Eger verbunden. Vergleicht man jedoch zeitgenössische Porträts Egers, der zum Zeitpunkt des Lokomotivenfestes zudem bereits 60 Jahre alt war, mit der Darstellung der Lithografie, lässt sich keinerlei Ähnlichkeit feststellen. Das sehen Sie ja auch deutlich mit dieser Porträtaufnahme von Eger. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Feststellung der Identität des Pfarrers sind die zahlreichen Textzeugnisse der Feierlichkeiten vom 9. und 10. April 1858, seines Zeitungsartikel, das bereits mehrfach angesprochene Festheft oder entsprechende Abschnitte in den einschlägigen Biografien Richard Hartmanns. Zwar ist in mehreren Berichten davon die Rede, dass, Zitat, geistliche und weltliche Kooperationen anwesend waren, jedoch werden nirgends die Namen von Geistlichen genannt, noch wird in auch nur einer der Quellen eine Segnungshandlung eines Pfarrers erwähnt. Die Steinzeichnung wurde meinem Kenntnisstand nach erstmals in einem verschriftlichen Vortrag von Willi Krüger aus dem Jahr 1918 veröffentlicht. Die beiden Titelbilder sehen Sie hier. Die Publikation erschien im Hause des bekannten Leipziger Verlegers Johann Jakob Weber, dem Begründer der illustrierten Presse in Deutschland. In anderen Publikationen seines Verlages, insbesondere in der von Weber 1843 ins Leben gerufenen Illustrierten Zeitung, lassen sich zahlreiche weitere Abbildungen technischer Neuerungen im Allgemeinen und der Eisenbahn im Besonderen finden. Höchstwahrscheinlich stammt die Lithografie also aus den Weberschen Grafikwerkstätten. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die Artikel in den Tageszeitungen zeitlich näher am Geschehen entstanden sind. Ihnen dürfte aus quellenkritischer Perspektive demnach eine höhere Glaubwürdigkeit zukommen. Dies legt die Vermutung nahe, dass die abgebildete Szene in dieser Form nie stattgefunden hat. Alle weiteren Versuche in der Vorbereitung dieses Vortrags, das Original der Steinzeichnung auszumachen oder anderweitig die Identität des abgebildeten Pfarrers mit Hilfe von Aktenüberlieferungen zu ermitteln, liefen ins Leere.
Dennoch entschied sich der Künstler dazu, einen vermutlich fiktiven Pfarrer ins Zentrum des Geschehens zu rücken. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man die Abbildung eines ähnlichen Ereignisses vergleichend zu Rate zieht. Nur eigentlich 4 Monate nach der Auslieferung von Hartmanns 100. Lokomotive feierte sein Berliner Konkurrent Albert Borsig am 21. August 1858 die Fertigstellung der 1000. Lokomotive, die den Namen Borussia trug. Der Borsig-Biograf Dieter Vorsteher bezeichnete die Feierlichkeiten gar als, Zitat, das aufsehenerregendste Produktionsjubiläum des Lokomotivbaus im 19. Jahrhundert. Dabei glich der Ablauf der Feierlichkeiten im Wesentlichen dem der Festlichkeiten in Chemnitz. Noch im gleichen Jahr wurde die Übergabe der 1000. Lokomotive bei Borsig in der hier zu sehenden Steinzeichnung festgehalten. Diese gleicht in vielen Details der Lithografie zu den Chemnitzer Ereignissen. Im Zentrum der Abbildung ist die rauchende und mit Blumenkränzen geschmückte Borussia zu sehen vor einem Portikus des Hebelwerkes des Lokomotivbauwerkes. Im Hintergrund erscheinen auch hier schemenhaft die Fabrikgebäude. Auf beiden Seiten der Lokomotive halten mit Schärpen geschmückte Vertreter der Fabrikabteilungen Heroldsstäbe mit Emblemen der einzelnen Branchen in die Höhe. Sich dem Toast ihres Arbeitgebers anschließend schwingen sie ihre Zylinder über ihren Häupten. Zur Verstärkung des feierlichen Gesamteindrucks sind um die Lokomotive herum 4 Fahnenstangen aufgestellt, an denen Flaggen mit preußischem Adler montiert sind. Zwischen den blumengeschmückten Ehrenjungfrauen im Vordergrund ist vermutlich der preußische Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, August von der Heydt, zu erkennen. Im Hintergrund begleitet ein Blechbläserensemble den feierlichen Akt. Jedoch besteht im Vergleich zur Lithografie der Ereignisse in Chemnitz hier, Sie haben es sicherlich bereits bemerkt, ein zentraler Unterschied. Hier ist es Albert Borsig, der im goldenen Schnitt des Bildes deutlich hervorgehoben auf einem 2-stufigen Podest, den Sie hier sehen, sofort die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich lenkt. Eine der blumengeschmückten Ehrenjungfrauen im Vordergrund hat ihm auf einem Tablett einen Kelch gereicht, den er mit seiner Rechten erhebt, um auf das jüngste Werk seiner Fabrik anzustoßen, während er mit seiner Linken demonstrativ auf die Lokomotive weist. Geistliche sind, zumindest dem äußeren Anschein nach, auf der Lithografie nicht zugegen. Dies macht es umso erklärungsbedürftiger, dass der Künstler der Lithografie zu den Festlichkeiten bei Richard Hartmann entgegen dem überlieferten Ablauf der Ereignisse an dem Tag und entgegen der ikonografisch stilbildenden Steinzeichnung der Festlichkeiten bei Albert Borsig sich dazu entschied, die fiktive Pfarrerfigur in solch einer exponierten Position zu integrieren. Verweist die Abbildung also zwar nicht auf ein konkretes historisches Ereignis anlässlich der Übergabe von Hartmanns 100. Lokomotive, aber dennoch auf eine bestimmte Geisteshaltung innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche im Königreich Sachsen? Wie wurde die Eisenbahn kirchlicherseits rezipiert? Auf diese Frage will ich in diesem Vortrag näher eingehen. Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich in einem ersten Schritt ganz knapp die Geschichte des Eisenbahnbaus im Königreich Sachsen in ganz groben Zügen nachzeichnen, bevor ich das Thema in einem zweiten Schritt in den größeren sowohl kirchengeschichtlichen als auch technikgeschichtlichen Kontext einordne, um daraus dann Hypothesen zur evangelischen Eisenbahnrezeption im Königreich Sachsen abzuleiten. Diese Hypothesen gilt es dann in einem dritten Schritt anhand von ausgewählten Bereichen der Eisenbahnrezeption zu belegen und zu konkretisieren, indem 3 Muster der Bewertung der Eisenbahn aus evangelischer Perspektive herausgearbeitet und näher untersucht werden. Zunächst also zum Punkt 2, eine kurze Eisenbahngeschichte Sachsens von 1833 bis 1918. Das Königreich Sachsen nahm in den 1830er Jahren eine Vorreiterrolle beim Eisenbahnbau im Deutschen Bund ein. Diese verdankte es zunächst an die Interessengemeinschaft des Eisenbahnpioniers Friedrich List mit dem Leipziger Wirtschaftsbürgertum. Friedrich List sehen Sie hier auf dieser Abbildung. Der aus Württemberg stammende Verwaltungsfachmann List siedelte 1833 nach Leipzig über und wollte auch in Sachsen nach US-amerikanischem Vorbild den Eisenbahnbau voranbringen. Hierzu veröffentlichte er noch im selben Jahr eine 60-seitige Schrift mit dem Titel »Über ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems« und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden. Das Titelblatt sehen Sie hier auf der rechten Seite der Folie. Daran erläutert er die wirtschaftlichen Vorteile der Eisenbahn
und begründete, warum sich gerade die Strecke zwischen Leipzig und Dresden für den Bau einer Eisenbahn eigne. Mit seiner Denkschrift richtete sich Liszt explizit an die sächsische Staatsregierung und fügte im Anhang sogar bereits einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Vorbereitung bei. In der Handels- und Messestadt Leipzig erregten die Pläne Liszts besondere Aufmerksamkeit seitens des Wirtschaftsbürgertums. Die Leipziger Großkaufmannschaft drohte aufgrund der ungünstigen Lage der Stadt zur Binnenschifffahrt beim Fernhandel mit Kolonialwaren wie Kaffee, Zucker oder Baumwolle abgehängt zu werden. Massengüter aus Übersee mit dem Ziel Leipzig mussten von Hamburg aus die Elbe aufwärts transportiert und in Magdeburg auf Pferdefuhrwerke verladen werden. Die bereits an sich hohen Kosten für den Landtransport stiegen dadurch weiter, dass Preußen nach 1815 die Durchfuhrabgaben erhöhte. Das Leipziger Handelsbürgertum fürchtete also um seine Konkurrenzfähigkeit und unterstützte daher mit Nachdruck das Vorhaben Liszts. 1835 wurde schließlich von 12 Leipziger Bürgern die Leipzig-Dresdner Eisenbahnkompanie gegründet, die im Mai nach der Genehmigung des Bauprojekts damit begann, Aktien für den Bau der Bahnstrecke auszugeben. Bis zur Zeichnung aller 15.000 Anteile vergingen nicht, wie erwartet, mehrere Wochen, sondern lediglich anderthalb Tage. In seiner Begeisterung über den Erfolg seines Bestrebens äußerte sich Liszt am 8. Juni sichtlich euphorisch. Zitat: Das deutsche Eisenbahnwesen ist all hier in Leipzig auf die Welt gekommen. Am 24. April 1837 ging das erste 14,1 Kilometer lange Teilstück der Strecke zwischen Leipzig und Alten in Betrieb. Am 7. April 1839 folgte die Gesamtstrecke von Leipzig nach Dresden-Neustadt mit einer Länge von insgesamt 116 Kilometern. Zwar war bereits 1835 mit der Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und Fürth die erste deutsche Eisenbahnstrecke eröffnet worden, jedoch war diese nur 6 Kilometer lang und besaß nicht annähernd dieselbe wirtschaftliche Bedeutung wie die Verbindung zwischen den beiden bevölkerungsreichsten sächsischen Städten. Zunächst waren das also private Aktiengesellschaften, die Eisenbahnstrecken planten, deren Bau finanzierten und sie betrieben. Staatlicherseits beschränkte man sich auf die Konzessionierung der Streckenführung, die Erteilung von Enteignungsberechtigungen für den Bau sowie Absprachen mit Nachbarstaaten bei grenzüberschreitenden Trassierungen. Bald darauf sah sich der sächsische Staat jedoch gezwungen, seine Zurückhaltung aufzugeben. Bereits 1840 war mit Magdeburg die erste nicht-sächsische Großstadt per Eisenbahn mit Leipzig verbunden worden. Ein Jahr darauf wurde mit dem Bau der zweiten grenzüberschreitenden Strecke von Leipzig über Hof nach Nürnberg begonnen. Die hierfür gegründete Sächsisch-Bayerische Eisenbahngesellschaft hatte sich jedoch mit dem Bau der beiden großen Ziegelbrücken über das Elster und das Göltstal im Vogtland finanziell derart übernommen, dass sie 1847 verstaatlicht und die zum Bau ausgegebenen Aktien in Staatsanleihen umgewandelt werden mussten. Die anfängliche Goldgräberstimmung des sächsischen Eisenbahnbaus war verflogen. Gewaltige Geldsummen waren nicht mehr so leicht aufzubringen und die Eisenbahnstrecken warfen weniger Gewinn ab als zu Beginn. In die sich auftuende Finanzlücke sprang der Staat ein, der neue Strecken in Eigenregie errichtete und die noch verbliebenen privaten Eisenbahngesellschaften 1876 einkaufte. Die Prioritäten des Eisenbahnbaus lagen anfangs einerseits auf den Personen- und weniger auf dem Güterverkehr und andererseits auf der Anbindung Sachsens an das überregionale und internationale Schienenverkehrsnetz, was nur zu Lasten des innersächsischen Bahnverkehrs ging. Insbesondere das Chemnitz-Zwickauer Industrierevier wurde deshalb erst vergleichsweise spät an das sächsische Eisenbahnnetz angeschlossen, also Chemnitz 1852 über Riesa zunächst und 1858 folgt dann der Abschnitt zwischen Chemnitz und Zwickau. Das sächsische Eisenbahnnetz wuchs rasant, sodass das Königreich Sachsen bereits mit Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 über das dichteste Netz aller deutschen Flächenstaaten verfügte. Bis zur Jahrhundertwende wurde es um zahlreiche Stich- und Nebenbahnen häufig in Schmalspurbreite ergänzt. Diesen rasanten Ausbau des sächsischen Eisenbahnnetzes sehen Sie auch mal auf den folgenden Abbildungen. Hier haben Sie eine animierte Eisenbahnkarte Sachsens, wo Sie nachvollziehen können, wie diese einzelnen Strecken gebaut sind und entstanden sind und wie sich das Netz immer weiter verdichtete mit diesen ganzen Nebenbahnen, die da entstanden sind. Ausgehend von dieser Hauptstrecke zwischen Leipzig und Dresden, wie gesagt. Genau, hier sieht man nochmal die Gegenüberstellung zwischen links dem Zustand um 1860, wo also die ersten Strecken nur in Betrieb genommen sind, also die zwischen Leipzig und Dresden.
die Schlesische Eisenbahn Richtung Görlitz von Dresden aus gesehen, dann zwischen Chemnitz und Riesa die Verbindung, zwischen Chemnitz und Zwickau und dann haben sie natürlich diese sächsisch-bayerische Eisenbahn von Leipzig über Altenburg, Plauenhof, dann weiter nach Nürnberg. Kommen wir im nächsten Teil des Vortrags zu einer allgemeineren Kontextualisierung und Verortung dieses Themas im größeren Zusammenhang. Zunächst zu einer kirchengeschichtlichen Kontextualisierung. Die einschneidenden gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts im Zuge von Industrialisierung und Urbanisierung entfachten in den evangelischen Kirchen eine Krisenstimmung. Diese waren vor allem mit demografischen Veränderungen verknüpft, die am Beispiel der Messe- und Universitätsstadt Leipzig besonders anschaulich werden. Die Stadt boomte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wuchs die Einwohnerzahl Leipzig von reichlich 30.000 auf über eine halbe Million an. Das sehen Sie auf diesem Diagramm sehr deutlich, wo Sie sehen, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr ist die Einwohnerzahl relativ konstant und dann gibt es dieses exponentielle Wachstum, diese Explosion der Einwohnerzahl in Leipzig. Die kirchlichen Strukturen konnten mit diesem exponentiellen Bevölkerungswachstum nicht Schritt halten. Noch 1870 gab es in Leipzig lediglich zwei Gemeinden, die Nikolaikirchgemeinde und die Thomaskirchgemeinde, denen jedoch zusammen über 100.000 Gemeindeglieder angehörten. Im Zeitraum von 1884 bis 1910 wurden insgesamt 16 Kirchen im erweiterten Leipziger Stadtgebiet neu errichtet oder grundlegend erneuert. Dennoch konnte dieser Ausbau der kirchlichen Infrastruktur die Tendenzen zur Anonymisierung und Vermassung der Gemeinden sowie die Trends zur Entfremdung großer Teile der Stadtbevölkerung von der evangelischen Kirche nur teilweise auffangen. Auch statistisch ist diese rückläufige kirchliche Bindung an sinkenden Teilnehmerzahlen in Gottesdiensten, kirchlichen Veranstaltungen und dem Abendmahl ablesbar. Lediglich Kirchenaustritte waren im 19. Jahrhundert noch kein Massenphänomen. Sichtbar wurde der schwindende Einfluss der evangelisch-lutherischen Kirche beispielsweise, als 1910 im Sächsischen Landtag über die Abschaffung des Epiphaniasfestes, also des 6. Januars, als staatlichem Feiertag debattiert wurde, Zitat, damit dieser Tag der Industrie nicht ferner verloren ginge. Aus diesem Anlass klagte der Leipziger Liturgiewissenschaftler Georg Rietschel über die große Zahl sogenannter Namenschristen. Er schreibt, Zitat, Oberflächlichkeit, Äußerlichkeit, Vergnügungssucht, Sinnenlust. Das ist, was sie in ihrem ganzen Leben treibt, was ihr ganzes Streben erfüllt. Die Dechristianisierungstendenzen, insbesondere in den sächsischen Großstädten, gingen in der damaligen Wahrnehmung nicht nur mit einem Bedeutungsverlust der Institution Kirche, sondern zugleich mit einem Verfall der Sitten und der allgemeinen Moral einher. Die sächsische Kirche sah sich also mit deutlichen Säkularisierungstendenzen konfrontiert, zu denen sie sich irgendwie verhalten musste. Und dies führt zu meiner ersten These, die ich in diesem Vortrag belegen will. Die Eisenbahn wurde in der sächsischen Landeskirche unter den Auspizien der im 19. Jahrhundert ablaufenden Säkularisierungsprozesse bewertet. Säkularisierungserfahrungen oder das Chiffre einer zunehmenden sittlichen Verwahrlosung sind gleichsam die Brille, mit der die Eisenbahn wahrgenommen und gedeutet wurde. In dem Maße, in dem der christliche Glaube einen von den Zeitgenossen so empfundenen Niedergang erlebte, stieg ein neuer Stern im Ideenhimmel des 19. Jahrhunderts auf, nämlich die Technik. Oder präziser formuliert, der technische Fortschritt. Genau das ist die nächste Dimension, auf die ich genauer eingehen will, auf eine Verortung aus technikgeschichtlicher Perspektive. Ihren Ursprung hatte diese Vorstellung, das zeitliche Geschichtsverständnis, das dieser Vorstellung vom technischen Fortschritt zugrunde liegt, generell diese Fortschritts- und Aufstiegsvorstellungen, die im westlichen Geschichtsbild sehr stark dominant gewesen sind, hatte die im lateineuropäischen Christentum. Wie das genau zustande kommt, kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher ausführen. Unter dem Eindruck der massiven Technisierung der Lebenswelt der Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung wurde dieser Fortschrittsglaube dann technisiert. Technik wurde zum Mittel, um eine Verbesserung des Einzelnen sowie der Gesellschaft als Ganzes zu erreichen und damit den Fortschrittsprozess zu befeuern. Das Interessante ist, dass dieser technische Fortschrittsglaube für die Zeit zwischen ca. 1880 und ca. 1970 ein allgemeines Signum der Hochmoderne darstellt in der westlichen Welt. Und das erstaunlicherweise klassenübergreifend. Übergreifend, also ideologische Gräben konnten dadurch mühelos überbrückt werden durch dieses,
dieses technische Fortschrittsverständnis. Das will ich Ihnen anhand von zwei Beispielen bringen. Das erste ist ein Zitat von Richard Rothe, also einem Vertreter der liberalen Theologie, Kulturprotestantismus, von dem das Zitat stammt: Ich lebe allerdings der festen Überzeugung, dass dem Reiche Christi die Erfindung der Dampfwagen und Schienenbahn eine weit bedeutendere positive Förderung geleistet hat als die Ausklügelung der Dogmen von Nicäa und Chalcedon. Das ist die theologische Perspektive, die technischen Fortschritt gutheißt. Und auf der anderen Seite Wilhelm Liebknecht, einen der Gründerväter der SPD, von dem der Ausspruch stammt, Zitat: Jede neue Maschine predigt das Evangelium der Sozialemanzipation. Also man glaubt also, mit Hilfe von Technik über Technik hinausweisende Ziele erreichen zu können. Eben zum Beispiel die Verbreitung des Reiches Christi, wie es Richard Rothe formuliert, oder eben eine allgemeine Stärkung der Arbeiterbewegung, eine soziale Emanzipationsbewegung, die durch die Verbreitung von Maschinen entsteht. Und das ist ganz typisch, dass man da so ein Ideenkonglomerat hat, also eine bestimmte Vorstellung, die, egal welcher Gruppierung man innerhalb der Gesellschaft angehört, geteilt wird und einfach unhinterfragt hingenommen wird. Dass das auch gegen die Kirche richten konnte, sehen Sie sehr schön auf der Abbildung, die Sie hier auf der Folie sehen. Vorwärts mit Dampf betitelt, ist ein Auszug aus der satirischen sozialdemokratischen Zeitschrift Der wahre Jakob, wo sie eine Dampflokomotive im Zentrum haben mit der Aufschrift 8-Stunden-Arbeit. Und diese verkörpert gewissermaßen die europäische Arbeiterbewegung, was Sie daran sehen, dass die einzelnen Waggons mit Ländernamen beschriftet sind: Deutschland, Frankreich, England. Also die europäische vereinigte Arbeiterbewegung schafft es mühelos, in Form der Eisenbahn den Stier des Kapitalismus von den Gleisen hinweg zu fegen. Und zugleich sehen Sie auf dieser Abbildung einen umgeworfenen Grenzstein unten rechts, was war es, als Symbol dafür, dass die Nationalstaaten beseitigt werden. Und oben links sehen Sie eine Ruine eines Kirchengebäudes. Also Sie sehen an dieser Abbildung sehr schön, dass mit Hilfe von Technik weitergehende gesellschaftliche Forderungen verknüpft werden. Also technischer Fortschrittsglaube lebt von dieser Vorstellung, dass Technik über sich selbst hinausweist und auf weitere gesellschaftlichen Gebieten positive Wirkungen zeitigen kann, indem eben Nationalstaaten beseitigt werden, der Kapitalismus beseitigt wird, die Kirche beseitigt wird, aus Perspektive der Arbeiterbewegung. Das 19. Jahrhundert stellt gleichsam die Inkubationsphase dieses technischen Fortschrittsglaubens dar. Und die Eisenbahn wurde gleichsam zur Inkarnation dieser Vorstellung. Welche Hoffnungen und Erwartungen auf diese projiziert wurden, will ich in Ihnen noch mit Hilfe von zwei sächsischen Beispielen verdeutlichen. Dazu komme ich zunächst noch einmal auf den Eisenbahnpionier Friedrich List zu sprechen. In seiner 1841 erschienenen Schrift Das deutsche Eisenbahnsystem heißt es, Zitat: Das deutsche Eisenbahnsystem wirkt nicht bloß durch Förderung der materiellen Nationalinteressen, es wirkt auch durch Stärkung aller geistigen und politischen Kräfte auf die Vervollkommnung der deutschen Nationalzustände. Als Stärkungsmittel des Nationalgeistes, denn es überwindet die Übel der Kleinstädterei und des provinziellen Eigendünkels und Vorurteils, und als ein fester Gürtel um die Lenden der deutschen Nation, der ihre Glieder zu einem streitbaren und kraftvollen Körper verbindet. Die Erwartungen Liszts mittelten also alle ein, das Ziel, ein immer engeres Zusammenwachsen zu bewerkstelligen der deutschen Staaten, und zwar mit Hilfe der Eisenbahn. Noch deutlicher wird der radikaldemokratische Journalist Ludwig Börne in einem Brief an Liszt, in welchem er seine Hoffnung auf einen radikalen Bruch mit den bestehenden restaurativen Verhältnissen im Deutschen Bund mit dem Ausbau der Eisenbahn verknüpfte. Zitat: Diese Eisenbahnen sind nun meine und Liszts Schwärmerei wegen ihrer ungeheuren politischen Folgen. Allem Despotismus wäre damit der Hals gebrochen. Solcherlei auf die Eisenbahn projizierten Hoffnungsüberschüsse nahmen teils gar eine religiöse Metaphorik an, etwa wenn Bahnhöfe als Zitat Dome des Maschinenzeitalters und als Zitat Kathedralen des Fortschritts betitelt wurden. Dies lässt sich auch am Beispiel des Leipziger Hauptbahnhofs illustrieren. Bis zum Jahr 1874 waren in Leipzig insgesamt 6 Fernbahnhöfe entstanden. Erst nach der Verstaatlichung der zahlreichen privaten Eisenbahngesellschaften war es möglich, ein gemeinsames Hauptbahnhofsgebäude der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn und der Preußischen Bahn zu errichten. Am 16. November 1909 erfolgte die Grundsteinlegung. 1915 wurde der Bau fertiggestellt.
Hier sehen wir noch zwei Eindrücke aus dem Innern des Bahnhofsgebäudes. Reporter des Leipziger Tageblattes besuchten 1912 die Baustelle und druckten folgenden Bericht, Zitat, fürwahr, Leipzig darf stolz sein auf seinen neuen Hauptbahnhof, den größten und schönsten der ganzen Welt. Das kann man mit Recht und ohne Übertreibung sagen. Ich trete unter der großen Uhr in die große Schalterhalle ein, die sich domartig über mir wölbt. Hell flutet das Tageslicht von allen Seiten und von oben in diesen gewaltigen Raum, ohne dabei aufdringlich über Grill zu sein. Wenn hier vollständige Ruhe herrscht, muss der Aufenthalt in diesem Raum ein erhebendes und doch bedrückendes Gefühl in uns hochquellen lassen. Wie groß und gewaltig diese Schöpfung von Menschengeist und Menschenhand. Wie winzig klein du Menschlein selbst in diesen Hallen. Staunend, überwältigt bleiben wir an den großen Klapptüren stehen. Himmelhoch wölbt sich über uns die gigantischen Querbahnsteigshalle in ihrer jetzt schon imponierenden Länge. Wie muss sie erst wirken, wenn das Riesengebäude vollständig fertig ist? Nicht trockene Zahlen will ich hier nennen. Wirken lassen muss man den Anblick, der sich von hier aus bietet. Hier gilt das horazische Wort Ehre perennius, die Jahrhunderte überdauernd. Das ist das Riesendenkmal deutscher Architektur und Technik. Nach Norden wendet sich dann der Blick in die gewaltige Eisenkonstruktion der Bahnsteighallen. In machtvoller Größe laufen sie gen Norden. Funkelnd locken uns die blanken Schienenstränge hinaus in die Welt. Leuchtend fällt die Sonne herein durch die gewaltigen Glasdächer, den 237 Meter langen Querbahnsteig in ein Meer von Licht tauchend. Ebenso die drei fertigen Bahnhofshallen mit ihrer Breite von 41 bis 45 Metern. Sonne und Licht, das Motto des Entwurfs der Architekten, es ist im vollsten Maße bewahrheitet. Auf Wiedersehen, du stolzragendes Moment deutscher Baukunst und Technik. In einem gewaltigen Raum von 1,6 Millionen Kubikmetern auf einer Fläche von 59.500 Quadratmetern wirkte der Einzelne winzig klein. Die menschliche Endlichkeit wurde mit architektonischer Gigantomanie transzendiert. Und das hell durch das Dach einfallende Licht, das in der gotischen Kathedrale noch das Göttliche repräsentierte, unterstrich eindrucksvoll den quasi religiösen Anspruch moderner Technik. Gleichsam als Stein gewordenes Zeugnis für die vermeintliche Überlegenheit deutscher Ingenieurskunst. Dabei war die schiere Größe des Bahnhofs eher dem Umstand geschuldet, dass die sächsische sowie die preußische Staatsbahn den Bahnhof gleichberechtigt betrieben und deshalb alle wichtigen Einrichtungen wie Wartesäle, Eingangshallen und Beamtenunterkünfte in zweifacher und strikt symmetrischer Ausführung vorhanden sein mussten. Dass diese religiöse Wahrnehmung von Eisenbahnarchitektur keinen Einzelfall darstellt, veranschaulichen die Äußerungen des französischen Schriftstellers Théophile Gautier aus dem Jahr 1846. Ihm zufolge seien die Bahnhöfe, Zitat, die Paläste der modernen Industrie, in denen sich die Religion des Jahrhunderts entfaltet, die Religion der Eisenbahn. Diese Kathedralen der neuen Menschheit sind die Treffpunkte der Nationen, das Zentrum, in dem alles zusammenfließt, der Kern gigantischer Sterne mit Strahlen aus Eisen, die sich bis zum Ende der Welt erstrecken. Die religiöse Aufladung von Eisenbahntechnik und ihren architektonischen Repräsentationen wie den Bahnhöfen steht keinesfalls im Gegensatz zu der zuvor vorgebrachten These von der Säkularisierung im 19. Jahrhundert. Der Neuzeithistoriker Olaf Blaschke spricht in Bezug auf das 19. Jahrhundert von einer, Zitat, säkular-sakralen Dialektik. Die Säkularisierung implizierte und provozierte Resakralisierungsprozesse. Auch den Aufstieg des technischen Fortschrittsglaubens würde ich als einen solchen Resakralisierungsprozess auffassen, mit dem eine neue Transzendenzkonstruktion, also gewissermaßen eine Vorstellung, die in der Gesellschaft uneingeschränkte Gültigkeit besitzt und die einer Kritik entzogen ist, an die Stelle des schwindenden Einflusses christlicher Religiosität tritt. Vertreter der evangelischen Kirche waren herausgefordert, auf diesen aufziehenden technischen Fortschrittsglauben zu reagieren. Und das führt mich zur zweiten Ausgangsthese meines Vortrags. Christlicher Glaube und technischer Fortschrittsglaube sind zwei Formen von Transzendenzkonstruktionen, die es im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts miteinander in Beziehung zu setzen galt. Wie diese beiden Transzendenzkonstruktionen miteinander vermittelt wurden, soll nun am Beispiel der Eisenbahn anhand von drei konkreten Diskurssträngen demonstriert werden. Zunächst zum ersten dieser Diskurssstränge, nämlich der kulturprotestantischen Deutung der Eisenbahn. Die christliche Transzendenzvorstellung ist im Gegensatz zum technischen Fortschrittsglauben der Hochmoderne eine jenseitsbezogene Transzendenzkonstruktion, die davon ausgeht,
dass das Himmelreich eben nicht auf Erden errichtet werden kann, sondern erst nach dem Tod, die Theologen nennen das dann eschatologischen Vorbehalt, eintreten kann. Absolut gesetzter technischer Fortschrittsglaube versucht, im Gegensatz dazu, das Ziel seiner Entwicklung, in der Regel gesellschaftliche Freiheit und humanes Glück, bereits im Diesseits zu erreichen. Befreiung der Menschen vom Zwang niederdrückender Arbeit, das Ende aller Ausbeutung, Wohlfahrt für jedermann und Frieden für alle. Das waren und sind Titel und Etiketten derjenigen Erwartungen, mit denen der Fortschritt befrachtet und überladen ist. Aus heutiger christlicher Perspektive wäre ein solcher Anspruch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Dennoch versuchten Theologen des 19. Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zug der technischen Fortschrittseuphorie aufzuspringen. Einer von ihnen war der sächsische Pfarrer und Politiker Friedrich Naumann. Können Sie hier links sehen, er stammt gebürtig aus Störmtal, also nicht weit von Leipzig. Ihnen ist vielleicht das FDP-nahe Begabtenförderungswerk ein Begriff, das seinen Namen trägt, nämlich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die nach ihm benannt ist. 1893 veröffentlichte Friedrich Naumann in der kulturprotestantischen Zeitschrift Die christliche Welt einen berühmten Aufsatz mit dem Titel Der Christ im Zeitalter der Maschine, in dem überdeutlich die Technikbegeisterung Naumanns zum Ausdruck kommt. Darin macht Naumann zunächst die unter Christen verbreitete, Zitat, nach rückwärts gerichtete Sinnensweise verantwortlich für dessen gesellschaftlichen Bedeutungsverlust, die viele Christen die Augen vor dem technischen Wandel der Gegenwart verschließen lasse. Der Ausweg aus dem breiten Relevanzverlust des christlichen Glaubens bestehe nach Auffassung Naumanns in einer Aktualisierung des Gottesbildes. Er schreibt, die materialistische Zeit wird verlangen nach Gott, nach dem persönlichen Gott. Dann aber wird sie ihn nur fassen können als den Gott, der diese Zeit der Maschine gegeben hat. Nicht als einen Gott, der bloß war im ruhigen Zeitalter der Väter, sondern der da ist, in der Periode der Erfindungen und der da kommt, im Wetter der sozialen Umwandlungen. Dann wird sie von ihm bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer, den Herrn des Ackers und der Maschine, den Geber der Erfindungen und Fortschritte. Gott müsse als Geschichtslenker begriffen werden, als Urheber des technischen Fortschritts. Feuer, Dampf, Kohle und Eisen als die vier Elemente der Dampfmaschine werden dann von Naumann konsequenterweise auch als die vier Erzengel stilisiert, die Gottes Auftrag in der Welt ausführten. Die Erfinder seien lediglich, Zitat, Hilfsarbeiter Gottes. Der Mensch habe deshalb die Pflicht, die Gottesgabe der Maschine zur Verbreitung des christlichen Glaubens einzusetzen. Naumann schreibt weiter, weil sie, also die Maschine, von Gott kommt, so ist sie bestimmt für den Erlösungsplan der Welt. Das gilt in Hinsicht auf die äußere Ausdehnung des Reiches Gottes auf Erden und in Hinsicht auf dessen innere Vollendung. Im kleinen Winkel fing das Reich Gottes an. Seine erste Stufe war die Gewinnung der Völker am Mittelmeer. Seine zweite Stufe war die Erfüllung der westeuropäisch-amerikanischen Völkergemeinde mit Himmelswahrheit. Jetzt aber fühlen wir den Beginn der dritten Stufe, über der das Psalmwort steht, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Durch die Maschine entsteht eine internationale Gemeinschaft, ein zunächst wirtschaftliches Zusammenleben aller Teile der Erde. Ein deutsches Industriedorf reicht sich die Hand mit den Städten Südamerikas und die Japaner schaffen eine Industrie für Europa. Diese Wirtschaftsgemeinschaft soll die Grundlage für eine Ideengemeinschaft werden. So treibt und hilft die Maschine zur Mission. Im Zeitalter der Maschine muss daher mehr als zuvor der Missionssinn im Vordergrund des Glaubenslebens stehen. Der Christ im Zeitalter der Maschine ist ein Missionschrist. Deutlich erkennbar wird hier, wie Naumann in den Kategorien einer gesamtgesellschaftlichen Christianisierung denkt, die mit Hilfe der Dampfmaschine als Missionsmaschine ins Werk gesetzt werden soll. Deutlich fallen dabei die Parallelen zu Friedrich List auf. Beide erwarten von der Eisenbahn bzw. der Dampfmaschine eine neue kosmopolitische Grundhaltung und eine internationale Verständigung der Völker. Bei List mündet diese in den deutschen Nationalstaat, bei Naumann in ein weltweit wirkendes Christentum. Friedrich Naumann schreibt die Segnungen der Maschine darüber hinaus in sein sozialpolitisches Programm ein, das auf eine Lösung der sozialen Frage abzielt. Er schreibt in seinem Artikel weiter, Not beseitigen ist Christensache. Die Armut aus der Welt zu schaffen ist unsere Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe schenkte uns Gott die Maschine.
Er gab die Milliarden eiserner Sklaven. Er gab die Möglichkeit zahlloser Produkte. Er sagte: Hier, meine Söhne, gebe ich euch das Werkzeug, um die Nacht des Mangels zu lichten. Nehmet die Maschine und durchleuchtet mit ihr die Erde. Nehmt sie und baut mit ihr eine neue Zeit. Gott gab die Tuchfabriken, damit niemand mehr unbekleidet zu sein brauche, und die Transportschiffe, damit keiner mehr hungern müsse. Ich wollte, es gäbe einen Sonntag im Jahr, wo die Pfarrer über die Gnade Gottes in der Maschine predigen müssten. Das wäre die beste Gelegenheit, über die Pflichten zu predigen, die die Christen im Zeitalter der Maschine haben: über Dank, Vertrauen, Mission und Beseitigung der Armut. Warum feiert man eigentlich die vergangenen Gottestaten in den Kirchen mehr als die gegenwärtigen? Müssen wir nicht sagen, der Herr hat Großes an uns getan, jetzt sind wir fröhlich? Ja, niemand kann über die Maschine so begeistert sein wie ein rechter Christ. Eben jene Technik, die in den deutschen Großstädten im Zuge der Industrialisierung erst die Massenarmut, also das Phänomen des Pauperismus, schuf, wurde bei Naumann zum Heilsbringer, der eben jene Entwicklung wieder rückgängig macht. Diesen Widerspruch löst Naumann schlicht mit der Behauptung auf, dass, Zitat, die Menschen noch nicht gelernt haben, sie zu gebrauchen, also die Maschine zu nutzen. Das ist ein Hauptteil dessen, was man soziale Frage nennt. So führt die Besprechung über die Maschine mitten hinein in die sozialpolitische Arbeit. Diese Arbeit ist das solche christliche Arbeit. Sobald man den Vorsatz zugibt, die Maschine ist eine Gottesgabe. Die Nutzung der Dampfmaschine sei also nicht grundsätzlich zu hinterfragen, sondern lediglich ihr konkreter Einsatz zu gestalten. Und hier setzte Friedrich Naumanns sozialpolitisches Engagement aus christlicher Motivation heraus an. Die Ausführungen Naumanns münden deshalb schließlich in einen Lobpreis des technischen Fortschritts ein. Er schreibt, Zitat: Die Maschine ist nichts Unchristliches, denn Gott will sie. Gott redet zu uns durch die Tatsachen der Geschichte. In Tatsachen hat er seit Jahrzehnten lauter und lauter zum Christenvolk gesprochen: Ich will die Maschine. Wer konnte sie aufhalten, da Gott sie wollte? Alle Seufzer der Christen haben den Fortschritt nicht hemmen können. Sie kommt, die neue Zeit, sie kommt von Gott. Das ist die Hauptwahrheit, die wir uns heute einprägen wollen. Gott will den technischen Fortschritt, er will die Maschine. Diese Auffassung Naumanns, die technischen Fortschritt mit der Ausbreitung des Reiches Gottes in eins setzt, ist zu verorten innerhalb der im 19. Jahrhundert ihrer Blüte erlebenden Strömung des Kulturprotestantismus. Einen berühmten Vertreter dieser Richtung haben wir schon gehört, als Zitat Richard Rothe ist da zu nennen. Und auch Friedrich Naumann gehört zur Strömung. Dieser zielte auf eine Aktualisierung des Protestantismus und seine Anpassung an die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse, beziehungsweise auf eine Versöhnung moderner Kultur und christlichen Glauben, evangelischer Prägung ab. Freilich verbarg sich in diesem Bestreben die Gefahr, und dies wird bei Naumann recht deutlich, technischen mit zivilisatorischem Fortschritt in eins zu setzen und diesen unkritisch damit zu legitimieren. Dabei wird sozusagen gewissermaßen die Widerwurstigkeit des christlichen Glaubens vollständig glatt gebürstet, und also Ausbreitung des Christentums ist gewissermaßen in eins gesetzt mit technischem Fortschritt und damit auch zivilisatorischem Fortschritt. Dies war der Preis, den die Kulturprotestanten und der Kulturprotestantismus für seine Anpassung an die Gegenwartskultur zahlen musste. Schon Friedrich Naumann maß in seinem Artikel der Mission einen zentralen Stellenwert bei. Und die Mission wird jetzt auch der zweite Diskursstrang sein, den wir uns genauer anschauen. Und es ist im Titel Eisenbahnlinie, Missionslinie, Eisenbahndirektor, Missionsdirektor. Welch nahe Beziehung? Mit dieser Betonung der Mission bei Friedrich Naumann stand er nicht allein da. Das 19. Jahrhundert ist vielfach als das Jahrhundert der Mission bezeichnet worden. Um ihrem drohenden Bedeutungsverlust in Europa entgegenzuwirken und Modernität zu demonstrieren, stellten sich die evangelischen Landeskirchen an die Spitze der kolonialen und imperialistischen Bestrebungen der westeuropäischen Staaten, indem sie eigene Missionsgesellschaften gründeten. Mission kann demzufolge als ein Krisenphänomen begriffen werden, das damals in dieser Krise der sächsischen Landeskirche besondere Blüten trug. Auch die sächsische Landeskirche gründete 1836 in Dresden eine eigene Missionsanstalt. 1848 wurde sie nach Leipzig verlegt, um eine bessere theologische Ausbildung der Missionare an der Leipziger Universität sicherzustellen, und firmierte fortan unter dem Namen Leipziger Mission. Hier sehen Sie das Missionshaus des Leipziger Missionswerkes, das heute noch existiert in der Nähe des Universitätsklinikums. Ihre Blütezeit erlebte
die Leipziger Mission um die Wende vom 19. und 20. Jahrhundert und galt in dieser Zeit als die bekannteste lutherische Missionsgesellschaft Deutschlands. In der Nachfolge der dänisch-hallischen Mission war sie vor allem in Südindien, dem sogenannten Tamulenland, tätig. 1892 übernahm das Missionswerk zusätzlich die Gegend um den Kilimandscharo in der Kolonie Deutsch-Ostafrika von der englischen Church Missionary Society als ein weiteres Missionsgebiet. Ein wesentliches Mittel zur Erschließung und Ausbeutung der Kolonien war die Eisenbahn. Wie bewerteten die Leipziger Missionare die Segnungen und Gefahren der Eisenbahn in den Kolonien? Zwar reflektierten die Missionare in ihren Berichten über die Eisenbahn nicht explizit ihre sächsische Herkunft, doch kann davon ausgegangen werden, dass diese gewissermaßen mit einem sächsischen Mindset nach Indien oder Ostafrika gingen und ihre dortigen Erlebnisse mit der Brille der in Sachsen gemachten Säkularisierungserfahrungen deuteten. Mit dieser Brille der Säkularisierungserfahrungen verarbeiteten sie auch ihre Eindrücke in den Kolonien. Ich folge hier also diesem Ansatz, Missionsgeschichte als eine Verflechtungsgeschichte zu schreiben, die die Wechselbeziehung zwischen Missionierenden und missionierten Akteuren, Gebieten und Bevölkerung in den Blick nimmt. Im ersten Missionsgebiet Indien fuhr am 16. April 1853 der erste Zug zwischen Bombay und Thane im Westen des Subkontinents. Über die Jahre sollte das Eisenbahnsystem in Britisch-Indien eine Länge von rund 40.000 Kilometern erreichen. Genau, hier sehen Sie nochmal das evangelisch-lutherische Missionsblatt, was von diesem Missionswerk herausgegeben wurde, wo Sie auf der linken, wo Sie natürlich symbolisch die beiden Missionsgebiete sehen. Die Menschengruppe auf der linken Seite repräsentiert natürlich den indischen Missionsbereich, das Tamulenland, und auf der rechten Seite sehen Sie Deutsch-Ostafrika repräsentiert. Ja, auf dieser Folie sehen Sie das Eisenbahnnetz in Britisch-Indien mit Stand 1909 ungefähr, wo Sie sehen, dass es ein sehr dichtes Eisenbahnnetz schon damals besessen hat. Und auch heute noch besitzt Indien das weltweit viertgrößte Eisenbahnnetz nach den USA, China und Russland. Die in Britisch-Indien stationierten Missionare bewerteten die Eisenbahn nicht nur als Erleichterung ihrer eigenen Reisetätigkeit auf dem Weg von einer Missionsstation zur nächsten. Das sieht man hier sehr schön als illustriert, wo man also früher Missionare natürlich mit dem Ochsenwagen unterwegs gesehen hat. Es war also nicht nur eine Erleichterung ihrer eigenen Reisetätigkeit, sondern die Missionare verwiesen in ihren Berichten und ihren Eisenbahnschilderungen immer wieder auf eine zivilisatorische Bedeutung der Eisenbahn. So heißt es, Zitat: Von dem politischen und materiellen Nutzen der Eisenbahnen können wir hier schweigen. Aber wie wichtig sie für ein Land ist, das häufig durch Hungersnot heimgesucht wird, haben wir erst neulich wieder gesehen. Ohne sie wird die letzte Hungersnot in Indien vielfach ebenso schrecklich verlaufen sein, als zum Beispiel in China. Ihre höchste Bedeutung wird aber bei der Wahrnehmung verstanden, dass unsere Zeit, die Zeit der Entdeckungsreisen, Dampfschiffe und Eisenbahnen, eben eine Missionszeit ist, wie kaum eine vorher. Und der soziale Nutzen der Eisenbahnen ist namentlich in dem abergläubigen und kastensüchtigen Indien unverkennbar. Neben einer Lösung des Problems chronischer Nahrungsmittelknappheit im bevölkerungsreichen Indien, das regelmäßig Hungersnöte zur Folge hatte, durch Nahrungsmitteltransporte per Eisenbahn, erhoffte sich der nicht genannte Autor des Artikels im evangelisch-lutherischen Missionsblatt neben einer Verbreitung des christlichen Glaubens zugleich aufklärerische Effekte, eine Beseitigung des indischen Kastensystems und damit eine gewisse egalisierende Wirkung. Welcher Klasse meine Reise sei nun nicht mehr von der Kastenzugehörigkeit abhängig, sondern nur noch von dem eigenen Geldbeutel. Dass beide Formen sozialer Differenzierung freilich im Wesentlichen identisch waren, wird deutlich, wenn sich die Missionare wiederholt darüber beklagen, dass sie auch bei ihren Eisenbahnreisen den Kontakt zur einfachen indischen Bevölkerung verlieren würden, da sie in der zweiten Wagenklasse lediglich mit Brahminen, also den Angehörigen der obersten indischen Klasse, reisen würden. Christianisierung und zivilisatorischer Fortschritt im Sinne einer Hebung der Kolonie auf das europäische Kulturniveau gingen für die Missionare Hand in Hand. Den Riemen dieser Kulturtransmission stellte die Eisenbahn dar. Dass der mit den Eisenbahnen einziehende wachsende europäische Kultureinfluss freilich auch negative Folgen zeitigen konnte, wurden den Missionaren insbesondere nach der Jahrhundertwende bewusst, wie ein Bericht aus dem evangelisch-lutherischen Missionsblatt von 1908 zum ostafrikanischen Missionsgebiet zeigt. So heißt es, Zitat: Freilich davon auch die Gefahren, die der christlichen Mission aus der eindringenden Kultur erwachsen, nicht übersehen.
Die Eingeborenen lassen sich nur zu leicht umstricken von Geldgier und Habsucht, die eine tiefere Wirkung des Evangeliums erschweren. Außerdem bringt die Abwanderung in das Bahngebiet Verluste an Katechumenen und Christen. Insbesondere aber bilden die europäischen Abenteurer sowie die indischen Händler und Kulis eine ernste Gefährdung der Sittlichkeit der Neger. Die Mission muss daher den schädlichen Einfluss der Kultur durch einen umso beständigeren christlichen Unterricht auszugleichen suchen. Die in die Eisenbahn gesetzten Kulturtransmissionen und kulturmissionarischen Hoffnungen waren offenbar schon allzu oft enttäuscht worden, sodass das in die Eisenbahn gesetzte Heilsversprechen langsam Risse bekam. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden die Auswirkungen der Eisenbahn in den Missionsgebieten jedoch überwiegend positiv, im Sinne einer Chance zur Christianisierung und Zivilisierung der einheimischen Bevölkerung gewertet. Im Missionsblatt wurde deshalb geschlussfolgert, Zitat, Eisenbahnlinie, Missionslinie, Eisenbahndirektor, Missionsdirektor, welch nahe Beziehung. Die Eisenbahn dient der Mission. Innerhalb des Königreichs Sachsen wurden jedoch ganz im Gegenteil Stimmen laut, die einen drohenden Sittenverfall durch die Eisenbahn befürchteten. Kristallisationspunkt dieser Debatten war die Frage nach der Heiligung des Sonntags. Und genau das ist der dritte und letzte Diskursstrang, den wir uns in diesem Rahmen dieses Vortrags genauer anschauen. Im Oktober 1838 erschien im Sächsischen Kirchenblatt der Pilger aus Sachsen ein Artikel mit dem Titel »Der Tag des Herrn und die Leipzig-Dresdner Eisenbahn«. Den Anfang dieses Artikels sehen Sie hier auf der Folie abgebildet. Der Autor war Moritz Meurer, zum damaligen Zeitpunkt Archidiakon in Waldenburg bei Glauchau, von 1836 bis 1840 Mitredakteur von Der Pilger aus Sachsen und nebenher Autor kirchengeschichtlicher Schriften zur Reformationszeit. Nachdem er eingangs das Beispiel einer englischen Eisenbahngesellschaft lobt, deren Eigner sich unter Inkaufnahme geringerer Gewinne zur Einführung eines sonntäglichen Ruhetages entschlossen hatte, geht er scharf mit der Leipzig-Dresdner Eisenbahngesellschaft ins Gericht. Diese werbe im Leipziger Tageblatt und Anzeiger mit einer besonders großen Zahl an Fahrten an Sonntagen, Zitat, ohne dass auf den Sonntag und die gottesdienstlichen Stunden die geringste schonende Rücksicht genommen worden wäre. Genau, er schreibt weiter, die Spekulation des Direktoriums bei diesem Arrangement war ganz richtig, denn während in den Wochentagen in einer so geschäftstätigen Stadt wie Leipzig ist, ein jeder seinem Geschäften nachgehen muss, gibt es begreiflicherweise am Sonntage eine Menge Leute, welche es vorziehen, statt in das Haus des Herrn zu gehen, auf der Eisenbahn eine Fahrt nach der Restauration zu machen. Das heißt, seine Kritik zielt darauf, dass die Menschen am Sonntag nicht mehr in die Kirche gehen, sondern stattdessen mit der Eisenbahn einen Sonntagsausflug machen. Damit setzte sich die Eisenbahngesellschaft nicht nur über, Zitat, die Gesetze unseres Landes hinweg, sondern übertrete zugleich Gottes Gebot, indem sie, Zitat weiter, die Feier des Tages des Herrn durch Veranstaltungen so geräuschvoller Lustbarkeiten störe. Im nun folgenden Hauptteil des Artikels widerlegt der Autor penibel genaue mögliche Argumente zur Verteidigung des sonntäglichen Eisenbahnverkehrs, die ich jetzt nicht im Detail referieren werde. Auch die Eisenbahn müsse sich deshalb, so die Schlussfolgerung Meurers, dem göttlichen Gebot der Heiligung des Sabbats unterordnen und dürfe nicht zum Selbstzweck werden. Er schreibt weiter, die Eisenbahnen, Dampfwagen etc. sind eine herrliche Erfindung des menschlichen Geistes, von der sich noch viel Nutzen ziehen lassen wird. Aber der Menschengeist hat noch eine ganz andere und höhere Bestimmung, als für das schnelle Fortkommen auf Erden zu sorgen. Das wahre Glück der Menschen kann unmöglich davon abhängen, aber davon hängt viel, ja alles ab, dass der Mensch in seinem unruhigen Treiben dieses Leben nicht vergesse den Gott, der über ihn waltet. Meurer geht sogar noch einen Schritt weiter und versucht zugleich den Nerv der gewinnorientierten Aktionäre aus dem Leipziger Wirtschaftsbürgertum zu treffen, wenn er im Anschluss behauptet, dass die Sonntagsentheiligung sogar dem ureigensten Interesse der Eisenbahngesellschaften zuwiderlaufe, dass sie also selber ein Interesse daran haben müssten, den Sonntag zu heiligen. Er macht unter Verweis auf nicht näher genannte Eisenbahnunglücke in Belgien darauf aufmerksam, dass, Zitat, die Dampfwagenfahrt zurzeit immer noch eine gefährliche Sache sei. In den meisten Fällen sind diese Unglücksfälle durch Nachlässigkeiten und Unvorsichtigkeiten des eingestellten Personals herbeigeführt worden.
Es hat sich also damit wohl der Erfahrungsgrundsatz hinlänglich festgestellt, dass wenn man nicht auf eine unverantwortliche Weise das Leben vieler Menschen aufs Spiel setzen will, ganz vornehmlich darauf gesehen werden muss, nur nüchterne, zuverlässige und darum streng gewissenhafte Leute als Aufseher etc. anzunehmen. Wie kann man aber Gewissenhaftigkeit von einem Untergebenen verlangen, wenn man sie durch den Dienst selbst, in den man sie stellt, von aller kirchlichen Gemeinschaft losreißt und zu einem wüsten Leben nötigt? Sehr richtig Blick vor allem auf die Eisenbahnarbeiter, die eben durch ihren Dienst am Sonntag nicht die Möglichkeit haben, den Gottesdienst zu besuchen. Die Pointe von Meurers Argumentation: Der sonntägliche Gottesdienst sichere durch seine sittliche Prägekraft einen unfallfreien Eisenbahnbetrieb. Auch Meurer hält damit am Zusammenhang von Religiosität und Sittlichkeit, hier konkretisiert in der Tugend der Gewissenhaftigkeit, fest. Die Eisenbahn befördere aber nicht Sittlichkeit, sondern stehe ihrer Entfaltung durch die Verhinderung des sonntäglichen Gottesdienstbesuches vielmehr entgegen. Welche Folgen hatte diese öffentliche Kritik am Eisenbahnverkehr zwischen Leipzig und Dresden? Zieht man die Fahrpläne im Leipziger Tageblatt und Anzeiger für die Folgemonate nach Erscheinen des Artikels zu Rate, ist zumindest eine Verringerung des sonntäglichen Fahrtaufkommens zu beobachten. Ob dies an der öffentlichen Protestnote oder schlicht an dem nachlassenden Menschenantragen im Zuge einer zunehmenden Normalisierung des Eisenbahnverkehrs liegt, muss an dieser Stelle offen bleiben. Fest steht jedoch, dass der Sonntag in Sachsen vermittelt durch den Eisenbahnbau früher als anderswo im Deutschen Bund zur Arena wurde, in der zwei miteinander konkurrierende Transzendenzkonstruktionen miteinander rangen. Damit wurden Argumentationslinien gewissermaßen in Sachsen grundgelegt, die sich auch später in anderen Teilen Deutschlands wiederfinden lassen. Ein ganz bekanntes Beispiel, das Sie sicherlich kennen, ist dieser berühmte Druck von Schriftereilen, also aus dem württembergischen Pietismus stammend, mit dem Titel Der breite und der schmale Weg, wo Sie auf der linken Seite einen breiten Weg sehen, der ins Verderben führt, also diese untergehende Stadt, die am Horizont oben links zu sehen ist, währenddessen Sie rechts den schmalen Weg haben, den man betreten muss durch diese enge Pforte, durch die man eintreten muss, in der natürlich dann rechts oben das Himmelreich führt, das himmlische Jerusalem, als Gegenbild zu dieser störenden Stadt auf der linken Seite. Und im Kontext dieses Pietismus sieht man auch deutlich diese Eisenbahnrezeption. Wenn Sie nämlich mal genau hinschauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie oben links vor dieser brennenden Stadt eine Eisenbahn durchs Bild fahren sehen. Und die hat auch einen Bezug zu dieser Sonntagsenteiligung, nämlich auf englischsprachigen Versionen dieses Drucks von Charlotte Reilen ist diese Eisenbahn beschriftet mit Sunday Train, also mit Sonntagszug. Und auch hier sehen Sie deutlich, dass dort diese Enteiligung des Sonntags das zentrale Narrativ bildet für Kritik an der Eisenbahn, die gewissermaßen eine Stufe vor dem Weltende stehe. Lassen Sie mich nun zum Abschluss zu einem kurzen Fazit kommen. Haben Repräsentanten der evangelisch-lutherischen Kirche im Königreich Sachsen die Eisenbahn ihren Segen gegeben, so könnte man unter Bezugnahme auf die eingangs untersuchte Lithografie zur Übergabe der 100. Lokomotive aus den Werken Richard Hartmanns 1858 fragen. Die eingangs angeführte Lithografie bezieht sich zwar auf ein Ereignis, das so aller Wahrscheinlichkeit nie stattgefunden hat, aber nichtsdestotrotz steht sie exemplarisch für die evangelische Bewertung der Eisenbahn in Sachsen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diese abschließende These bedarf der näheren Erläuterung, für die wir den weiteren Weg der Lokomotive 100 verfolgen müssen. Nach der Auslieferung wurde die Lokomotive nach Zwickau verbracht, wo sie auf der obererzgebirgischen Eisenbahn nach Schwarzenberg eingesetzt werden sollte. Am 11. Mai 1858 zog sie einen Festzug nach Schwarzenberg, wo unter Anwesenheit des sächsischen Königs Johann der eigentliche Weiheakt stattfand. Genau, und hier auf der Abbildung sehen Sie, wie diese Lokomotive von der linken Seite herkommend im Bahnhof in Schwarzenberg einfährt, dort schon auf diese große Menschenmenge trifft, die schon auf die Eisenbahn, auf den Festzug wartet. Die Ansprache, die mit dem Titel Festrede und Weihgebet als kleine Broschüre überliefert ist, von diesem Weiheakt trägt den Charakter einer Andacht und wurde vom Zwickauer Kirchen- und Schulrat Gotthilf Ferdinand Döner gehalten. Ein Porträt Döners sehen Sie hier auf der linken Seite abgebildet.
Zwar besitzt Döner ebenfalls keinerlei äußerliche Ähnlichkeit mit dem auf der Lithografie abgebildeten Pfarrer, doch ist anzunehmen, dass der Künstler die Auslieferung der Lokomotive mit der Festrede Döners in Schwarzenberg kompiliert hat. Aufschlussreich ist auch der Inhalt von Döners Ansprache. Er bittet darin darum, dass sich das vollendete Werk der Eisenbahn, Zitat, von unserem gläubigen Auge zum Gotteswerk verkläre und als Gotteswerk zu unserem Herzen spreche. Dies solle auf zweifache Weise geschehen. Einerseits beschreibt er unter merklicher Aufnahme des technischen Fortschrittsglaubens die über die Eisenbahntechnik hinausgreifenden Erwartungen der erzgebirgischen Bevölkerung an das neue Verkehrsmittel. Zitat, für Belebung deines Verkehrs, für Verwertung deiner Schätze, für Wohlfeilheit deiner Bedürfnisse, für lohnendere Arbeit, für höheren Wohlstand, mit einem Worte für dein zeitliches äußeres Glück. Andererseits warnte er davor, eine sichere und zuverlässige Bürgschaft für solches Glück oder ein Recht auf ihre Erfüllung zu erwarten, Zitat, noch weniger so, als könnte uns ihre Erfüllung Leben, wahres Leben und volle Genüge gewähren. Er erteilt überdehnten Hoffnungen an die Eisenbahn eine Absage und fordert vielmehr jeden dazu auf, Zitat, sein Herz mitten unter dem Wogen und Drängen jener Erwartungen und unter der Freude ihrer einstigen Erfüllung offen zu behalten für die göttlichen Mahnungen, die von dem neuen Vaterlandswerk aus als einem Gotteswerke an ihn ergehen. Die Dampflokomotive mache diese göttlichen Mahnungen gar sinnlich wahrnehmbar, denn, Zitat weiter, das Sausen und Brausen des neuen Werkes gleiche einem Donner Gottes. Auf diese Weise versucht Döner die Vorstellung technischer Machbarkeit, gesellschaftlichen und individuellen Glücks, die im Laufe des 19. Jahrhunderts ein immer stärkeres Eigenleben entwickelte, an den christlichen Glauben rückzubinden. Damit verweist Döners Rede auf die Konkurrenz zweier Transzendenzen bzw. zweier Heilserwartungen, den technischen Fortschrittsglauben auf der einen und den christlichen Glauben auf der anderen Seite. Im besonders stark industrialisierten Königreich Sachsen trat dieser Gegensatz besonders deutlich zutage und fand seine Inkarnation in der Eisenbahn. Evangelische Stimmen forderten angesichts des eigenen Bedeutungsverlustes im Zuge der Säkularisierung entweder eine Liaison von Fortschrittsglauben und Protestantismus oder suchten ersteren durch Veranschaulichung der negativen sittlichen Auswirkungen moderner Technik zu desavouieren. Zwar entwickelte sich auch in Sachsen eine technik- und zivilisationskritische Strömung innerhalb des Protestantismus, dennoch scheint mir, den überlieferten Quellen nach zu urteilen, die sächsische Landeskirche stärker fortschrittseuphorisch eingestellt gewesen zu sein als andere Landeskirchen oder die katholische Kirche. Vor diesem kulturgeschichtlichen Hintergrund gewinnt die auf der Lithografie abgebildete Segnungshandlung des Pfarrers zumindest zum Teil an Plausibilität. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.